Hallo und herzlich willkommen, ich spreche auf meinem Kanal und begrüße dich recht herzlich zu einer weiteren Runde LS22 vom Arbeitslosen zum Unternehmer. Ja, ich hoffe, euch geht's euch gut. Ich seid solid gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und in dieser Folge werden wir anfangen, die Trauben zurückzuschneiden. Und dann werden wir mal so eine kleine Verkaufsrunde wieder starten. Ich habe Eier, die was ich verkaufen möchte, die was wir beim letzten Mal verloren haben. Und dann bringen wir gleich bei der Gelegenheit die Wolle hoch zur Fabrik. Da muss ich dann gerade noch einen Traktor umhängen, weil einmal 1000 Liter Stoff haben wir oben. Dann kann aber die auch gleich mitverkaufen. Zum Glück kämmernd, um unseren Kredit zurückzuzahlen oder mal wieder einen Teil davon zurückzuzahlen. Ich warten bis Oblitz in verdroben wollte jetzt so. Ja, mal schauen, was wir dann in der nächsten Folge schon im neuen Jahr sind. Langsam aber zart wird's. Da die mal so langsam wird unser kleines Unternehmen. Kommt immer ein bisschen was nur dazu. Wir müssen jetzt dann unser Grundstück hier immer erweitern. Gewächshäuser sind versorgt. Dann haben wir den nämlich zurückgegeben. Na gut, ist wachsen bis zum nächsten Jahr. Unser Honig funktioniert auch. So. Ja, haben wir ausgestellt. Schade, dass da im Winter nicht so schneit, wie ich mir das vorstelle. Ursprünglich wollte er den Stoff nicht verkaufen, sondern wollte er wirklich warten, bis ich die 100.000 für die Schneiderei habe. Aber wir brauchen die Kohle. Da haben wir jetzt 830 Liter.
So. Macht man ein Let's Play normalerweise nicht so. Aber jetzt spielen wir mal bis Nachmittag vor. Auch wenn es mir vielleicht einen Preis zusammenhaut. Schon gut, die paar Liter da, die 90 Liter, 37. Mal schnell um den nächsten, an den, in den nächsten Tag, da die Sonne. Ja, haben wir halt miteinander einen Tag übersprungen. Jetzt haben wir ein Tausender. Plus wir haben ein Wollpaletten mehr. Wir haben ein Wollpaletten mehr. Dann verkauft man nämlich die Eier. Zwei, vier, nein, zwei, vier, fünf, zwei, vier, nein, die Bäckerei. Siehst du, da Eierpaletten mehr haben wir auch schon. Haben wir den Inner for Sale? Dürfen locker einen Drescher heben in der für 39.000. Ich habe aber gerade. Da bin ich. Gebrauchten Stapler nämlich gefüttert. Da nehmen wir den Ruin und dann auf in die Spinnerei da. Paletten gleich mit.
bisschen an Schemen botzen geht. Wir haben ja einen neuen Händler. Hier im Ortkrieg. Die Händler wollten nicht mehr. Der neue Händler. Übernommen. Hat schon nachgefragt. Da hat man einen Flyer gebracht. Für eine Ausstellung. Wir dann eventuell zum Beispiel ins Ring kommen, ob ich auch was kaufe. Ich habe gesagt, ich hab zu wenig Geld. Bin als Arbeitsloser hier nach Frankreich gekommen. Also da können wir schon einen Deal machen. Vielleicht hat er Arbeit für mich. Geräte ausliefern. Hier im Ort oder. Auswärts. Ich sehe, er sitzt hier noch mal mitten. Er hat nämlich das Problem, er hat da keine Angestellten. Er selber hat zwar einen Lastwagen gekauft, aber er hat keinen Schein dafür. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, wie man das was machen kann, aber er wird wahrscheinlich gemeinsam. Er. Ich kaufe jetzt meine Lastung und der Rest ergibt sich schon. So glaube ich, war der Gedankengang gewesen. So. Ah, nicht die Wollfabrik. Wer kommt ja auf Wollfabrik? Ich weiß nicht warum. Dann ist die Spinnerei oben auch versorgt wieder mit 3000 Liter. Dann werden wir schon langsam das System zum Laufen bringen, damit wir was verdernen. Die Spinnerei ist da oben. Das heißt, die fahre von da unten.
Alter, das liegt zweig vor. Jetzt hier ein Schuhhofer. Immer, das ist schon fast Ding, dass das nicht so funktioniert, wie das Vieh steht. Aber gut, dass ich es übereinander gestapelt habe, also brauche ich gerade Arm zwei hoch machen und fertig. Da mag es nicht, weil es übereinander steht. Merkur drinnen tut. Ich möchte sagen, das ist eine schnelle Verkaufsrunde, aber.
normalerweise müsste der immer Eier etwa, oder? Ob jetzt gerade eine kleine Paletten reinstehe oder eine große reinstehe. Egal, muss ich mich der Nacht drum kümmern. Kohle haben wir halt jetzt einmal. Wie jetzt überhaupt richtig tue. Ja, bin ich richtig tue. Da hoch müssen wir. Ui, da schon auf. Ah nein, da ist Gold. Da geht's gerade zum Heißlaufen. Da wo es einfach lassen, entweder hergeben und dann einmal einen einkappen oder einer mit drei Paletten Wolle da auch schon zum Kämpfen hat, möchte ich nicht wissen, wo es mit einer Paletten dann auch zum vollen Hänger Paletten macht. Jetzt sind wir dann gleich um den. Verladen wir nämlich nicht, oder lassen wir den Stoff. Ich habe jetzt gehört, dann kann ich den Stoff umlassen. Die Verkaufsrunde hat jetzt nicht so umgeschlagen, wie ich das wollen habe. Was ist, dass ich die Eier eigens verladen muss.
Was kriegen wir denn überhaupt für die, darf man denn überhaupt kriegen für die Stoffpaletten? Im Moment. 4700 und steigend. Dann warten wir das und steigend ab. Wird das so einen Weg umgeben? Das ist nicht so dramatisch, dass man. Da oben einen weiteren Hänger braucht. Ich hab das schon zu meinen Jungs auf dem Server gesagt. Geld verdienen bei LS22 ist ein wenig herausfordernd geworden. Auch die Produktion von den Tieren geht, sind jetzt nicht mehr so ergiebig, als wie es bei 19er war. Deswegen muss ich ein paar Alternativen suchen. Schauen wir uns das Problem mit Honig nur schnell an. Ah, mit dem Problem mit Honig, sage ich, mit die Eier. Ich vermute, dass es genau in das Ladesymbol reinheben muss. Schön, der Herbst oder der November hier in Frankreich, einfach schön. So schön, dass ich mit T-Shirt durch die Gegend laufe. No. Übereinander hat nichts zum Tragen. Ich glaube, du musst es auf ein bisschen heben. Warum? Einstellen. Ja, er nimmt ja eure Kostel so klar weiß.
ist das, was ich nicht verstehe. Ich verstehe es wirklich nicht. Ja, wo ist da irgendwas mir blockiert? Aber na gut, meine lieben Spaßfreunde, die werden wir jetzt darum kümmern. Mal schauen wir mal, an was das eigentlich liegt. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass wenn es hier vom Arbeitslosen zum Unternehmer weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt von respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Vor allem meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.